Ja, vielen Dank. Ja, wie gesagt, mein Name ist Thorsten Schröder. Ich möchte in diesem Vortrag ein bisschen was aus der Perspektive der Hacker erzählen. Was passiert mit Hackern, die schlechte Nachrichten überbringen? Es gibt ja immer so diesen Spruch, don't shoot the messenger. Das ist in diesen Kreisen leider sehr oft der Fall, dass der Überbringer dieser schlechten Nachrichten zumindest mal versucht wird zu erschießen oder angeschossen wird. Ich betreue sehr viele Fälle, wo andere Hacker versuchen, mit Konzernen in Kontakt zu treten, weil sie Sicherheitslücken gefunden haben. Von daher kann ich so ein bisschen was darüber erzählen, was da schief läuft, natürlich auch mal, was gut läuft und vor allen Dingen auch einen Appell an euch richten, egal ob ihr jetzt irgendwie eine Softwareentwickler seid oder in der Branche arbeitet, die Produkte herstellt, die Sicherheitslücken beinhalten. Vielleicht arbeitet ihr in irgendeinem Newsportal oder irgendwo, wo auch Sicherheitslücken auftreten können. Dann könnt ihr diese Informationen aus dem Vortrag auf jeden Fall als Anregung mitnehmen, wie ihr dann in Zukunft mit Hackern umgeht, die sich vielleicht an euch wenden, weil sie bei euch was gefunden haben. Über mich brauche ich jetzt gar nicht mehr viel zu erzählen. Das hat ja zum Glück schon jemand erledigt. Wie gesagt, ich bin schon seit ungefähr 20 Jahren in dieser IT-Security-Szene unterwegs. Seit 15 Jahren mache ich das ungefähr beruflich. Bisher habe ich selber viel an Projekten mitgearbeitet, wo es auch um Disclosure ging. Also ein bekanntes Beispiel ist zum Beispiel dieser OZAPF des Staatstrojaner, den wir mit dem CCC veröffentlicht haben. Dann habe ich mal einen Keylogger in HP-Treibern gefunden, in Audio-Treibern, worüber ich auch ein paar Worte verlieren möchte. Und ja, zur Bundestagswahl habe ich gemeinsam mit Linus Neumann und Martin Schirsich diese Wahlsoftware zerlegt. Und ja, mein Kollege Martin Schirsich hatte sich dann auch nochmal diese Vivi eHealth Gesundheits-App angeschaut. Darüber möchte ich auch was erzählen. Das gibt da auch positive und negative Sachen drüber zu erzählen. Okay, aber was ist denn Disclosure überhaupt? Es gibt grundsätzlich Non-Disclosure, was eigentlich nur besagt, dass nichts veröffentlicht wird. Ein Hacker, der eine Schwachstelle findet, behält sie für sich oder verkauft sie beispielsweise auf dem Exploit-Schwarzmarkt. Also es gibt ja viele Firmen, die mit Exploits handeln, also mit nicht bekannten Schwachstellen. Kunden von diesen Exploits sind dann oftmals eben irgendwelche Geheimdienste, Staaten oder irgendwelche ja, Black Hats, die in Systeme eindringen möchten. Dann gibt es das sogenannte Coordinated Disclosure oder Responsible Disclosure, wonach ein Hacker, der eine Schwachstelle findet, das ernst nimmt, dass er hat eine gewisse Verantwortung den Benutzern dieser Produkte gegenüber und geht dann auf den Hersteller zu und sagt dem Hersteller, hey, ich habe hier in deiner Software oder auf deinem Webserver eine Sicherheitslücke gefunden. Das und das sind die Auswirkungen, so und so könntest du die Sicherheitsprobleme beheben. Mach was damit und du hast jetzt 3 Monate Zeit, diese Probleme zu beheben und dann möchte ich darüber was auf meinem Blog schreiben. Die Antworten, die dann meistens so zurückkommen, wenn überhaupt eine kommt, ist halt so, geht's noch hier, unterschreib doch mal dieses NDA, also Geheimhaltungsvereinbarung. Dann wird halt versucht, oftmals diese Hacker mundtot zu machen. Manchmal kommen die auch direkt mit Anwälten um die Ecke und mit Unterlassungserklärungen oder in ganz besonders krassen Fällen, wenn es US-Firmen betrifft, dann gehen auch gerne mal sogenannte NSLs raus, also National Security Letter, wonach dann dem Researcher, dem Forscher verboten wird, überhaupt mit irgendjemandem über dieses Finding zu sprechen. Also, was sind denn so ganz grundsätzlich oder in den meisten Fällen die seltensten Antworten? Die seltensten Antworten sind Dankeschön. Ja, was ist denn Full Disclosure? Das gibt es ja auch noch. Full Disclosure heißt, ein Forscher, der eine Sicherheitslücke findet, veröffentlicht diese ohne dem Hersteller Bescheid zu sagen oder ohne irgendjemanden vorher zu warnen. Das machen manche Hacker und Forscher, weil sie es leid sind,
mit den Herstellern Kämpfe zu führen und mit Anwälten zu diskutieren. Die Arbeit, die sie geleistet haben, wird ja auch in der Regel nicht bezahlt. Und es gibt meistens ja gar keinen Grund, den Hacker irgendwie ans Bein zu pinkeln, aber viele machen das halt. Und viele haben halt so viel schlechte Erfahrungen gesammelt, dass sie sich sagen so, pff, mir doch egal, hier O-Day, also eine Schwachstelle, die bisher ungepatcht ist und wo dann eben ganz viele Benutzer eben diesem Sicherheitsrisiko dann auch ausgesetzt sind, wird dann im Internet veröffentlicht und kann im Grunde genommen sofort von Schadsoftware-Programmierern ausgenutzt werden. Hat eben diese diversen Nachteile. Die User im Internet sind halt einem hohen Risiko ausgesetzt. Manchmal ist der Unterhaltungswert allerdings auch recht hoch. Was man ansonsten auch gerne hört von Unternehmen, die gerade mit einem größeren Datenleck konfrontiert wurden oder mit Sicherheitslücken: Wir nehmen die Sicherheit unserer Karten, der Daten unserer Kunden sehr ernst. Oft bleibt es dann eben auch dabei. Das sind dann eben so das ist eben so das Wording, was dann die Marketingabteilung verwendet, um in der Presse dann auf Rückfrage darauf zu reagieren. Ja, also die Hacker-Szene ist da so ein bisschen gespalten. Manche sagen halt so, sie machen grundsätzlich responsible, also coordinated disclosure, dass sie dann halt mit dem Hersteller einen Zeitpunkt koordinieren, wann sie die Details zu den Schwachstellen veröffentlichen. Aber viele können diese Zeit gar nicht aufwenden, weil es einfach super anstrengend ist. Full Disclosure hingegen ist ein Garant dafür, dass der Softwarehersteller sofort auf die Sicherheitslücken reagieren wird. Weil meistens, wenn man auf den Softwarehersteller oder Hardwarehersteller zutritt, dann wiegeln die ab, dann sagen die so, nee, ist doch gar kein Problem, sehen wir nicht so, ist kein Bug, ist ein Feature. Das ist halt alles viel einfacher, wenn man das dann einfach veröffentlicht mit einem Proof-of-Concept-Exploit, dass das halt direkt ausgenutzt werden kann, dann geht es in der Regel sehr schnell mit dem Fixen dieses Nicht-Bugs. Wie funktioniert so ein Responsible Disclosure? Ein Forscher schreibt also ein sogenanntes Security Advisory, da steht so ein bisschen was über die Inhalte, also über die technischen Details einer Schwachstelle drinne, eine Timeline, da steht dann drinne so, ja, hier Hersteller kontaktiert, Hersteller hat geantwortet, dann ist das passiert, die können auch manchmal auch ziemlich lang werden. Dann gibt es eine Zusammenfassung über das Finding, eine technische Beschreibung, Risikoanalyse oder eben, wie wahrscheinlich ist das, dass dieses Problem ausgenutzt werden kann. Dann kann man halt auch, wenn man ein bisschen Arbeit investiert, in dieses Advisory auch noch reinschreiben, wie man das Problem grundsätzlich beheben würde. Ja, idealerweise ist noch ein Proof-of-Concept-Exploit dabei, dass das auch alle Leute nachvollziehen können und nicht abstreiten können. Das ist ja eben so der wichtige Punkt. Man stellt eine These auf und mit einem Proof-of-Concept-Exploit untermauert man die halt und lässt halt wenig Spielraum für Interpretation. Für so eine Arbeit werden bei regulären bezahlten Pentests, also eben Sicherheitsanalysen, die bezahlt werden, locker auch mal 4- bis 5-stellige Beträge auf den Tisch gelegt, weil es teilweise eben auch sehr langwierige Arbeiten sind. Die Leute machen das in ihrer Freizeit, weil sie halt Spaß an der Sache haben oder vielleicht sich eine Reputation aufbauen wollen. In den allerseltensten Fällen machen Leute solchen Research, um, weiß ich, Software- oder Hardwarefirmen damit zu erpressen. Wenn man jetzt als Forscher, also ehrenamtlich, diese Sicherheitsanalyse durchgeführt hat und da ein paar Sachen gefunden hat, dann muss man jetzt also, wenn man das Ganze dokumentiert hat, auch erstmal auf die Suche gehen nach den Sicherheitsverantwortlichen. Wen kontaktiert man denn da? Schreibe ich jetzt an info@microsoft.com, wenn ich im Windows-Betriebssystem irgendwas gefunden habe? Nein, die haben ein Security-Team und bei so großen Konzernen, die da schon viel Erfahrung sammeln durften, gibt es halt auch ein Team, was solche Anfragen bearbeitet. Und eine E-Mail-Adresse, die dokumentiert ist, die man leicht findet, wo es vielleicht auch einen PGP-Key gibt, dass man die Informationen verschlüsselt übertragen kann. Aber manchmal ist man mit Unternehmen beschäftigt, die sich noch nie mit Security auseinandergesetzt haben. Die haben überhaupt gar keinen Prozess dafür. Was mache ich eigentlich, wenn hier jemand eine Sicherheitslücke meldet? Die haben irgendwie alle so ein Bug-Tracking-System, wo die Entwickler ihre normalen Programmierfehler vielleicht verwalten, aber so einen richtigen Prozess oder Ansprechpartner für Sicherheitsfragen gibt es halt oftmals nicht und dann ist man tagelang damit beschäftigt, einen entsprechenden Kontakt zu suchen.
Manchmal dauert das Suchen nach dieser Kontaktperson auch länger als das Finden der Sicherheitslücke. Und in ganz besonders tollen Fällen muss man dann eben einem Softwareunternehmen irgendwas per Fax schicken, damit die das überhaupt registrieren. Was macht man dann also, wenn man diesen Kontakt hergestellt hat oder eben auch nicht? Man setzt mal ein Ultimatum, man sagt zum Beispiel, wenn ein Security-Contact nicht innerhalb von 5, 6, 7 Tagen ermittelt werden kann, dann veröffentlichen wir das sofort, also kommt dann sozusagen einem Full Disclosure gleich. So eine Sachen sind oftmals in sogenannten Disclosure Policies geregelt. Das sind halt Richtlinien, die kann man selber verfassen. Es gibt aber irgendwie so ein paar gängige, beispielsweise von Google. Google hat eine Abteilung, die ganze Zeit nur Sicherheitslücken suchen und dokumentieren, Google Project Zero. Und die haben eine entsprechende Disclosure Policy mal verfasst, die man halt auch selber nutzen kann. Weil, also ich selbst bin auch ein Freund von dieser Policy, denn sie ist halt sehr plausibel. Nach dieser Policy wird halt gesagt, so hier, wenn kein Security Contact gefunden werden kann, dann wird nach ein paar Tagen veröffentlicht. Dann lässt man dem Hersteller 3 Monate Zeit, die Probleme zu beheben, und die Forscher dürfen oder die Forscher veröffentlichen ihr Security Advisory mit den Details nach 90 Tagen, wenn die Zeit abgelaufen ist oder wenn die Probleme gepatcht wurden. Das macht man, damit eben die Bevölkerung keinem hohen Risiko ausgesetzt ist, weil es ungepatchte Sicherheitslücken gibt. Meistens ist das aber am Ende auch noch eine Verhandlungssache. Es ist oft genug so, dass der Hersteller dann nochmal nachfragt, hey, wir brauchen hier noch ein Vierteljahr länger, weil nur so können wir sicherstellen, dass die Patches auch überall ausgerollt werden, also überall installiert sind, damit also diese Nutzer dieser Software oder Produkte keinem Risiko mehr ausgesetzt sind. Und in der Regel sagt man als Forscher dann auch nicht nein. Ja, der Hersteller hat dann in dieser Zeit die Möglichkeit, diese Schwachstellen zu beheben, Updates zu veröffentlichen und eben diese Updates auszurollen und dafür Sorge zu tragen, dass die Geräte, mobile Geräte oder Betriebssysteme geupdatet werden. Und wie gesagt, das findet da ja auch ein Austausch mit den Forschern statt. Im besten Fall. Heutzutage haben sich Bug-Bounty-Programme etabliert, weil mehr und mehr dieser Prozess, dass da jemand eine Sicherheitslücke meldet, findet halt mehr und mehr Einzug in Software- und Hardware-Entwicklungsunternehmen, und viele beschließen dann halt ein Bug-Bounty-Programm, wonach Forscher, die eine Sicherheitslücke melden, mit irgendwas belohnt werden, ob nun Geld oder T-Shirts oder einfach nur eine Mention in irgendeiner Veröffentlichung. Das hängt sehr stark vom Unternehmen ab. Also wir haben sowas bei BlackBerry und Cisco gehabt. Die haben halt einfach nur Danke in ihr Security Advisory geschrieben. Weiß ich nicht, bei GitHub kriegt man vielleicht noch ein T-Shirt oder eine Tasse. Und wieder andere haben halt tatsächlich, loben halt Preise aus. Sagen halt so, hier, du kriegst irgendwie $2,000 für eine Sicherheitslücke, die halt so und so kritisch ist. Und es gibt halt eben Unternehmen, die haben das begriffen, dass man da halt auf die Hacker zugeht und sagt so, hey, pass auf, hier hack uns mal, wenn du was findest, sag uns das, du kriegst dann eine Belohnung dafür, anstatt dass die Leute dann zum Exploit-Reseller laufen und ihre Zero-Day-Schwachstellen dort verkaufen auf dem Schwarzmarkt. Also mittlerweile gibt es diesen Prozess, aber können wir deswegen sagen, wir leben jetzt hier in einer heilen Welt? Die Erfahrung sagt leider nein. Es haben sich bisher hauptsächlich die größeren Konzerne intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt, weil die natürlich auch sehr oft mit Sicherheitslücken konfrontiert werden. Und ja, ich möchte jetzt so ein bisschen aus dem Alltag von Sicherheitsforschern mal berichten und mal zeigen, was da so schieflaufen kann und was es so für Abwandlungen von Disclosure-Varianten gibt. Ja, das hier ist das Beispiel. Vielleicht kennen einige das noch. Das war 2011. Hat der CCC den
einen Staatstrojaner gefunden, der wurde OZAPFT ist getauft und die Details über diesen Staatstrojaner, also eine Schadsoftware, die durch Polizei auf einem Zielrechner aufgebracht wurde, wurde analysiert und full disclosed, also ohne Vorwarnung an irgendwelche Ermittlungsbehörden direkt veröffentlicht. Und der Weg, wie das veröffentlicht wurde, war unter anderem die FAZ am Sonntag, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, hat mehrere Seiten diesem Thema gewidmet und unter anderem diesen Assembly-Code noch mit abgedruckt, um die Bevölkerung auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Das hat ganz gut funktioniert. Dieser ganze Prozess, dieses Full Disclosure, hatte eine sehr positive Auswirkung auf die daraus resultierende Diskussion über Überwachung im digitalen Raum und über die staatliche Überwachung ganz allgemein. War also ein durchaus positiver Fall von Full Disclosure. Wir hatten 2017 die Software PC Wahl zerlegt. Das ist eine Stimmenauswertungssoftware, die in der Bundestagswahl und anderen Wahlen auch eingesetzt wird, auf Kommunalebene. Da hatte der Martin Schirsig diverse Sicherheitslücken gefunden und ist zum CCC gekommen. Und dann haben wir mit ihm gemeinsam weiter diese Software aufgebohrt und im August den Hersteller mit den Problemen konfrontiert, der aber erstmal alles abstritt. Am Anfang hat der Hersteller noch versucht, den einzelnen Researcher, den Martin Schirsig, so ein bisschen unter Druck zu setzen, weil er halt auch gesehen hat, so, ach, ist ja nur einer, den können wir ja ein bisschen, den müssen wir ja nicht so ernst nehmen. Aber dann mit so einer Organisation wie dem CCC im Rücken war das dann doch irgendwie leichter, da Entscheidungen zu treffen, auch mal Sachen zu veröffentlichen. Hier hatten wir halt das Beispiel, dass der Hersteller immer alles abgestritten hat und abgewiegelt hat. Der Hersteller hat immer gesagt, so ist alles gar nicht so schlimm. Wir haben unsere eigene Krypto gebaut, da braucht man halt schon sehr viel Gehirnschmalz, um das zu knacken. Und das konnten wir nicht bestätigen, wir haben das halt ziemlich schnell auch geknackt. Und das dann einfach mal veröffentlicht, weil der Hersteller ja auch überhaupt nicht mit sich reden ließ. Durch diese Veröffentlichung war der Hersteller dann in einem gewissen Zugzwang, hatte dann unmittelbar danach manche Teile dieser Probleme behoben, nicht alle, weil die ja auch fundamental waren, aber manche Sachen hat er versucht wegzupatchen. Und das hat dann nur wenige Minuten gedauert, bis wir auch die gepatchte Software wieder erneut hacken konnten. Und so ging das dann eine ganze Zeit hin und her. Der Hersteller hat, anstatt mal mit uns Kontakt aufzunehmen, wie man das eventuell alles richtig adressieren könnte, hat er einfach nur abgestritten und versucht, Sachen wegzupatchen. Meistens wurde das dadurch einfach nur verschlimmbessert. Das ist halt so eine Mischung aus Coordinated oder Responsible Disclosure und Full Disclosure, weil irgendwann nach der dritten Iteration hatten wir dann auch keine Lust mehr, mit dem Hersteller irgendwie zu kommunizieren. Was ist also passiert? Der Hersteller hat immer wieder mal ein Update herausgegeben. Das haben wir dann kurze Zeit später auch zerhackt. Und am Ende hat der Hersteller von dieser Software einfach diese Updates, Online-Updates abgeschafft. Das heißt, wir konnten keine Updates mehr ziehen und dann die geupdatete Software wieder neu hacken. Ist natürlich genau der falsche Weg, also das macht man so nicht. Wenn man schon Sicherheitslücken patcht, müssen die Updates auf schnellstem Wege zum End-User transportiert werden und das ist natürlich nicht möglich, wenn die Online-Updates deaktiviert sind und man dann mit einer Diskette rumlaufen muss. Es gibt auch unfreiwillige Full Disclosures durch Hersteller selber. FreeRDP ist beispielsweise eine Software, die sehr verbreitet ist. Damit kann man sich über eine grafische Oberfläche auf entfernten Systemen einloggen und hat dann da eben die Benutzerschnittstelle, geht dann in so einem Fenster auf. Und ein Kollege von mir, Ilja van Sprundel, hat sich diese Software mal einen Abend lang angeschaut und an diesem Abend 30 kritische Fehler gefunden.
Das ist ein Open-Source-Projekt, das war also relativ einfach, da im Source-Code mal nach bestimmten Fehlerklassen zu suchen. Dann hat er einen sehr ausführlichen Bericht zusammengeschrieben mit den Findings, also den gefundenen Schwachstellen und Gegenmaßnahmen formuliert und hat das per E-Mail an den Entwickler geschickt. Und was macht der Entwickler? Der antwortet Ilya, macht einen Full-Quote der kompletten E-Mail mit allen Informationen über die kritischen Sicherheitslücken und setzt eine öffentliche Mailingliste in CC. So, diese Mailingliste ist halt öffentlich, kann im Internet mit ihrem Webbrowser gelesen werden. Damit haben die sich quasi selber ja, diese Zero-Day-Schwachstellen veröffentlicht und alle Nutzer dieser Free-RDP-Software waren von diesem Tag an quasi ja, sehr schutzlos den Hackern ausgeliefert, die in der Lage sind, dafür auch noch einen Exploit zu schreiben. Ein besonders rücksichtsloser Fall von Full Disclosure kommt ausgerechnet aus der Ecke der Exploit-Reseller. Also es gibt, wie ich schon sagte, Firmen, die handeln mit Sicherheitslücken, mit unbekannten Sicherheitslücken, also Zero Days. Diese Zero Days sind oft sehr viel Geld wert, weil das ist halt eine Form der digitalen Kriegsführung. Also es gibt Firmen, die haben sich darauf spezialisiert, digitale Waffen zu kaufen, zu entwickeln und dann auch wieder zu verkaufen an irgendwelche Regierungen oder das Militär oder Geheimdienste. Und eine dieser Firmen ist Zerodium. Und irgendwann, die hatten halt einen Zero-Day für den Tor-Browser. Das ist ja schon ein sehr kritisches Stück Software, wenn es darum geht, als Journalist oder Aktivist irgendwie undercover zu bleiben. Und es gab halt eine Zero-Day-Schwachstelle, die es Behörden erlaubte, herauszufinden, wer hinter diesem Tor-Browser tatsächlich steckt. Und irgendwann wurde durch irgendeinen Zufall diese Schwachstelle von einem anderen entdeckt und veröffentlicht und dann eben von Tor auch gepatcht. Und was macht Zerodium? Die haben dann sozusagen noch an demselben Tag einfach die technischen Informationen über diese Schwachstelle, die sie schon seit Monaten kennen und verkaufen, einfach so veröffentlicht. Was hat man davon? Ne? Also wenn Zerodium damit monatelang schon sehr viel Geld verdient, diese Schwachstelle zu verkaufen, dann ist das schon ziemlich arschig, wenn man dann irgendwie am Tag Null, wenn die Schwachstelle öffentlich bekannt ist, auch sofort den Exploit dafür ins Internet wirft. Damit schadet man eigentlich nur. Das gibt da überhaupt gar keinen positiven Aspekt. Ein Fall, den ich auch mal durchexerzieren musste, was im Grunde genommen am Ende auch noch in Full Disclosure endete. Ich habe durch einen dummen Zufall in einem Audio-Treiber, also einem Treiber für eine Soundkarte in HP-Rechnern, ein Keylogger gefunden, worüber alles, was man so im Keyboard eintippt, in einer Datei geschrieben wird, was von Schadsoftware und Spähsoftware, Spyware genutzt werden könnte, um Passwörter abzugreifen vom Nutzer oder die Briefe, die der Nutzer so schreibt. Da habe ich versucht, Kontakt zu HP herzustellen. Das hat einige Tage gedauert, das ist mir nicht gelungen. Und irgendwann habe ich den Kram veröffentlicht. Und noch am gleichen Tag hat HP dann plötzlich doch irgendwie jemanden gefunden, der sich da zuständig fühlt. Und die haben dann einen Patch geschrieben und eine neue Version von ihrem Audiotreiber veröffentlicht, der das Problem allerdings nicht behebte. Das habe ich dann aber auch nur durch Zufall am Rande mitbekommen. Die haben sich auch nach meiner Veröffentlichung nie mit mir in Verbindung gesetzt. Die haben mir nicht gesagt, so, ey, ja, cool, sorry, dass du uns nicht erreicht hast, hier ist ein Patch, sind wir das Problem jetzt los? Haben die alles nicht gemacht, die haben einfach ein neues Update rausgehauen, ohne was zu sagen. Ich habe es gesehen, habe es mir nochmal angeguckt, habe gesehen, man kann diesen Keylogger immer noch aktivieren. Dann habe ich das wieder veröffentlicht, weil ich ja immer noch keinen Security-Kontakt hatte. Und irgendwann haben sie es dann mal gefixt und irgendwann haben sie dann auch mal versucht, Kontakt zu mir aufzunehmen. Ein anderer Fall, das ist aus meinem beruflichen Alltag. Wir haben so verschiedene Kunden, die kommen zu uns und sagen, hier, wir wollen hier ein Stück Software, eine Enterprise-Software in unserem Netzwerk einsetzen. Könnt ihr euch das mal angucken und uns mal sagen, ob das für unser Netzwerk ein Sicherheitsproblem sein könnte. Das haben wir im Fall einer Bank gemacht. Also wir haben eine Bank als Kunden gehabt und die wollten so ein Enterprise Mobile Device Management einsetzen, worüber man ja, Tablets und Smartphones im Unternehmensnetzwerk konfigurieren kann.
Und ja, dann haben wir einen Fehler gefunden, einen kritischen Fehler in dieser Mobile Device Management Software. Und die waren davon so angefressen, dass wir eine Sicherheitslücke gefunden haben, dass die echt angefangen haben, uns zu bedrohen. Und nicht nur uns, auch unseren Kunden. Die haben gesagt so, ja, ich kann ja mal unsere Anwälte fragen, was die da so zu sagen. Es ist ja eigentlich verboten, was ihr mit unserer Software gemacht habt. So Reverse Engineering und so weiter, das ist ja alles rechtlich nicht in Ordnung. Und wenn wir darüber irgendwas veröffentlichen, könnte das durchaus negative Auswirkungen auf uns als Firma und auf unseren Kunden, die Bank, haben. Das war so die ziemlich klare Drohung, die da ausgesprochen wurde. Das ist definitiv nicht der Weg, den man gehen sollte. Das ist vielleicht so ein Fall von verletzter Stolz. Ich weiß es nicht genau. Wir haben mit denen natürlich auf dem Niveau nicht weiter diskutiert. Wir haben allerdings in dem Fall die Schwachstelle auch nicht veröffentlicht. Ja, ich habe auch mal rumgefragt im Internet, was die anderen Leute so für Erfahrungen gemacht haben. Hier hat ein Twitter-User beschrieben, dass er mal verschiedene Schwachstellen einer kleinen Softwarefirma gemeldet hat und hat irgendwie auch eine wütende E-Mail zurückbekommen, wo gefragt wurde, ja, oder gesagt wurde so, hey, wenn ich so eine Fähigkeiten hätte wie du, dann würde ich ja irgendwie das Pentagon hacken. Also geh weg. Ist jetzt vielleicht auch nicht so die feine Art. Das Problem hier mag auch wieder irgendwie verletzter Stolz sein. Völlig unklar, was in so einem Firmen vorgeht, wenn sie so auf die Hacker zu kommen. Ich muss mal ein bisschen schneller machen. Das hier ist irgendwie ein Problem, Unwissen. Ne? Da wird dann irgendwie eine Marketingabteilung hingeschickt und die sagt so, ja, der Fehler, den du da gefunden hast, der schlägt nicht bis auf die letzte Ebene durch. So, ist klar, was soll mir das sagen? Hier ist noch was für die Leute von euch aus dem Bereich M&A. Hier hat jemand gesagt, so ja, wir wissen, ist eine tolle Schwachstelle, können wir aber nichts für, die hat eine Firma entwickelt, die wir gerade eingekauft haben. Haben wir also nicht selber gemacht. Jetzt wird es leider ein bisschen unübersichtlich, weil ich ein bisschen schneller machen muss. Natalie Silvanovic ist eine Forscherin, die bei Google Project Zero arbeitet und die hat mal versucht, was an Samsung zu übermitteln. Die haben eine Webseite dafür, dass man Sicherheitslücken einschicken kann. Die sieht dann so aus, man muss sich erstmal einen Account anlegen. Naja, und da werden halt Sicherheitsforschern auch entsprechende Steine in den Weg gelegt. Was denken die sich dabei? Glauben die, dass alle Leute irgendwie Koreanisch sprechen? Dann sollen die Sicherheitsforscher, die dort freiwillig, unbezahlt Sachen, Arbeit abliefern, Terms and Conditions agreeen, also die sollen dann einen Vertrag eingehen, der dann auch noch unverständlich ist. Dann sollen etliche Formulare ausgefüllt werden und dann soll auch ein Häkchen gesetzt werden, dass man auf gar keinen Fall darf man mit anderen Leuten über die Sicherheitslücken sprechen, obwohl man nie dafür bezahlt wird oder irgendein NDA unterschrieben hat. Und das ist halt das, was die Sicherheitsforscher einfach zur Verzweiflung bringt. Und die sagen sich dann halt einfach so, nee, mache ich nicht mehr. Ja, wir haben vor kurzer Zeit auch eine E-Health-Startup angeschaut. Die haben halt so eine App und ein Backend gebaut, um mit Patientendaten umzugehen. Das war eigentlich alles, also wir haben gesagt, so, wir haben hier Schwachstellen gefunden, wir würden die gerne veröffentlichen und dieser ganze Prozess war eigentlich super. Das war sehr vorbildlich, wie das gelaufen ist. Nur am Ende wurde ein Krisen-PR-Manager eingeschaltet oder eingekauft, der dann die Krise erfolgreich eingeleitet hat, indem er auch wieder auf juristische Probleme hinwies, also passiv-aggressiv klar sagt, so hey, schöne Firma habt ihr da, wäre doch schade, wenn der was passiert. Ein ganz aktuelles Ding, was jetzt gerade auch wieder sehr positiv hervorzuheben ist, ist Arbus. Die haben Kameras, Netzwerkkameras gebaut, die Sicherheitsprobleme hatten. Die wurden vom CCC, von einigen CCC-Mitgliedern gefunden und an Arbus berichtet. Die waren sehr offen und haben gesagt, so ja, sie machen jetzt ein Austauschprogramm, weil diese Probleme nicht patchbar sind. Es gibt keine Updates und danken auch dem Chaos Computer Club dafür, der dazu heute auch noch eine entsprechende Meldung auf die Webseite gestellt hat. Das sind die Good Practice Varianten. Ich glaube, ich muss jetzt mal zum
Ende kommen. Vielleicht macht ihr euch einfach noch ein Foto davon. Das sind nämlich die Tipps, die ich euch gerne mitgeben möchte, wenn ihr selber mal in die Lage kommt, darüber Gedanken zu machen, wie gehe ich eigentlich mit Hackern um, wenn die ankommen. Und es ist immer besser, sich diese Gedanken jetzt zu machen und nicht erst, wenn die Hacker schon vor der Tür stehen. Ja, das sind noch die Links zu den verschiedenen Dingen, die ich hier so angesprochen habe. Ich kann die Slides gerne auch später mal noch auf dem Webserver stellen. Ich könnte dann einfach den entsprechenden Link über Twitter verbreiten. Wer mit mir Kontakt aufnehmen möchte, kann das gerne tun, per E-Mail, per Twitter, wie auch immer. Ich habe leider nicht mehr so viel Zeit. Jetzt nach diesem Vortrag muss ich leider direkt los. Also kontaktiert mich einfach per E-Mail oder Twitter und wir können uns über die verschiedenen Themen noch austauschen. Vielen Dank. We may be able to do it.